Das ist diese für Pinkel. Sachin wirbt mit Pipipatzer. Es war einer der großen Aufreger bei der diesjährigen Promi-Biechbrot der Staffel. Sachino pinkelte in die Dusche und wischte anschließend mit Saragnaiks Handtuch seine Pipi-Pfütze weg. Diese Ekelaktion brachte dem 64-Jährigen viel Spott und Häme ein, aber jetzt auch einen Werbeideal. Auf YouTube ist bereits das Ergebnis des neuischen Engagements zu bestaunen. Ein Clip zeigt, wie der 64-Jährige, gekleidet in einen violett gemusterten Morgenmantel, eine ungewöhnliche Überraschung erhält. Ein Hipper-Lieferant hat einen großen Karton dabei. Darin verbirgt sich eine Speziallieferung, eine Dusche mit integriertem Pissoir. Um sie vor zukünftigen, unvorhergesehenen Vorfällen zu bewahren, erklärt der Überbringer des Pakets einem zunächst verdutzten Nach kurzer Verwunderung versteht dieser dann, dass es sich um eine Anspielung auf seinen Ekelauftritt bei Promi Biechbrot handelt. Das ist diese für Pinkel, ruft er aus und freut sich. Die Aktion ist ziemlich eingeschlagen, für die einminütige Werbung soll nur nach Informationen der Zeitung Bild eine fünfstellige Summe erhalten haben. Mit dieser positiven Wende hatte der Schauspieler nicht gerechnet. Die Aktion hat schon ziemliche Wellen geschlagen, sogar bis in meine Heimat Israel, so nur zu Bild. Begeistert sei kaum jemand ob dieser Pipi-Panne gewesen. Aber Ende gut, alles gut, lautet sein Fazit. Sachino wurde dem deutschen Publikum als Darsteller der Eis am Stiel-Filmreihe bekannt. Später arbeitete er auch als Komiker und machte Popmusik. Im August dieses Jahres saß er dann im Container des Reality-Formats Promi Biechbrot.